Musik von Claudio Monteverdi wünsche ich mir schon immer. Es ist einfach Musik, bei der das Herz aufgeht. Also ich finde erstmal, dass wir total schöne Musik ausgewählt haben und dass es eigentlich in jedem Stück immer wieder Momente gibt, die ich besonders bewegend und ja, oder als Schlüsselmoment empfinde. Ich habe gerade bei der Probe zugehört und war fasziniert, wie modern die Musik klingt, sogar tanzbar, großartig. Ich finde es großartig, dass wir in so einer großen Besetzung spielen. Das macht die Farbpalette von Capella so groß, dass einfach wirklich ganz viele tolle Klangkombinationen möglich sind. It seems to me that Capella della Torre and Monteverdi are a perfect match. Das Projekt hier beschäftigt sich mit Musik von Claudio Monteverdi. Und ganz toll ist aber, dass Texte dazu gekommen sind. Die hat Peter Schneider extra für dieses Projekt geschrieben. Und gelesen werden sie von Joachim Kroll. Ich wusste herzlich wenig von Monteverdi und seiner Epoche und seiner Musik. Und durch die Einladung hat sich mir eine Welt eröffnet, die einfach fantastisch ist. Peter Schneider ist ein großartiger Schriftsteller. Die Idee, ihn zu fragen, hatte die künstlerische Leiterin hier der Philharmonie in Essen. Und ich finde es toll, wir haben das erste Mal vor 2,5 Jahren gesprochen und über die Idee geredet. Und Peter Schneider hat aber auch erzählt, dass er während der Zeit der Recherche, der hat sehr viel über Monteverdi gelesen und recherchiert, noch lange überlegt hat, was die Texte für eine Form kriegen sollen. Und dass es jetzt Briefe geworden sind, die Idee kam ihm im Verlauf des Prozesses und die finde ich wirklich genial. Das Programm hat ganz viele verschiedene Stimmungen, weil es verschiedene Stationen und wichtige Personen im Leben Monteverdis beleuchtet. Es ist wirklich der rote Faden zu sagen, das sind besonders wunderschöne Musikstücke, die er geschrieben hat, die alle mit seinem Leben oder mit seinen eigenen Ideen zu tun hatten. Performing Monteverdi is always a very emotional experience, I think. He dances, he caresses, he stamps with his foot even a little bit, he jokes with us, and all of these things are what we try to bring as close to the audience as possible. Ich hatte die Texte ja vorher schon bekommen und durfte die lesen. Und als es aber heute zum ersten Mal so war, dass Joachim Kroll dazu kam und die gelesen hat, war das, als würde man die nochmal ein ganz anderes Mal nochmal kennenlernen. Und ich finde es dann schön, wenn die Musik dazu kommt, weil es plötzlich so ineinander geht, als wäre es genauso gedacht, schon immer. Und das ist wunderbar. Ich bin gerne unter Musikern und das ist wieder ein Highlight.